Servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind jetzt gerade in einer Prüfung und zwar müssten wir hier durch ein Labyrinth durch, was gar nicht so easy ist. Wir haben auf jeden Fall Gegner, schaut aber eher nur so nach Schleimis aus. Ich bin gespannt. Sackgasse. Da waren wir doch auch schon, ne? Oh, Kiste. Sehr schön. Was ist da drin? Uralte Technologie brachte diesen gewaltigen Energiekern hervor. Derart große Kerne sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man ihn verwendet. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Kenn ich nix. Ja, jetzt schauen wir mal kurz dahinter nochmal. Jetzt bewegen wir uns eigentlich weg von denen, gell? Ja gut, dann gehen wir halt einmal da irgendwo rein. Gehen wir mal auf der anderen Seite rein. Wenn ich bedenke, also wir brauchen mindestens 9 Reaktorkerne. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so leicht. Also Rüstung war halt schon cool. Muss man echt hinsparen, ne, auf die Reaktorkerne. Gelbes Schleimgelee, ein schwabbeliger gelber. Oh, gelber Haufen. Okay, der gehört zu dem, glaube ich. Autsch. So. Aber das war's halt leider auch schon wieder, ne? Eieieiei. Sind wir ein bisschen im Bedrängnis? Und wir wissen ja, wo der Schrein ist, aber wir kommen da nicht so leicht hin. So, schauen wir erstmal dahinter, da ist nix. Und wir klettern können wir aber auch, ne? Hm, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber da oben patrouillieren halt diese krassen Flugwächter, ne? Ah, wenn es dunkel wird, dann sieht man nur weniger. Eieieiei. Eieieiei, jetzt wird es richtig dunkel. Was macht man da jetzt, Leute? Gut, im Großen und Ganzen haben wir es ja da. Wir finden da nichts mehr sonst. Wahrscheinlich können wir irgendwann bloß noch so orientieren, damit ich wenigstens noch ein bisschen was sehe. Ja, wir nennen es einfach die dunkelste Zeit. Ah, keine Ahnung. Mal schauen. Ist gar nicht mehr so leicht, da hinzukommen, weil. Was ist da eigentlich passiert? Irgendwie entlang schliffe. Gibt's da irgendwas, was ich brauchen kann? Und doch auch bloß wieder einmal rundum, ne? Hm. Na gut, ich kann die natürlich schon auch platt machen. Mit so einem Pfeil, ne? Hab ich da nicht. Ja, ich habe 3 Pfeile, aber ich glaube, es sind 4 von denen. Ah, pass auf, gehen wir da rauf. Und hier rauf. Ah ja.
Was haben wir hier? Ein Ritterschwert. Oh. Ja, dann machen wir den mal weg. Und hier den Stachelbockstock nehmen wir wieder mit. Das ist eine bessere Waffe als wie die Fackel. Aber leider sind wir jetzt immer noch nicht weiter. Schwierig. Ich glaube, es gibt da auch mehrere Labyrinthe. Also, das hat sich aber jetzt wieder hingestellt, oder? Ja. Da oben patrouillieren die. Das ist halt auch so. Raufklettern wäre nicht das Problem. Aber leider diese krassen Flugwächter. Leider diese krassen Flugwächter. Also wir müssten mir den Schrein ja selber auch noch machen, oder? Oh. Okay, krass. Königsschwert. Ja gut, ciao. Das nehmen wir uns schon mit, das Königsschwert. Ah, die fast übersehen, hä? Schlechte Zeiten aufheben, das Königsschwert. So, wie kommen wir jetzt wieder raus? Kommen wir da raus? Ah, schaut gut aus. Erstmal kurz nochmal schauen, nicht, dass da nochmal irgendwas liegt. Runentechnisch. Ich glaube, mit dem Kletteroutfit, da hat es schon hinhauen. Kamen die schon hoch. Aha. Geil. 100 Rubine, die nehmen wir. Die Frage ist halt, ich habe ja gesehen, dass da ein Gitter davor ist. Das muss ich wahrscheinlich aber auch erst irgendwie aufmachen. Oder nicht? Das ist ätzend. So. Okay, ist auf jeden Fall ein langer Gang. Wo man mir definitiv noch nicht warten. Und da muss ja jetzt auch was versteckt sein bei so vielen Gegnern, oder? Oder ist es der richtige Weg? Oder auch nicht. Ritterbogen, naja. Das ist schon krass, was da alles versteckt ist. Bin ich übel. Na, ja, haust da weg. Eieiei. Da geht's auch nicht weiter. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah, witzig, wenn da einfach mal irgendwo einfach eine Luke wäre. Frage ist, müssen wir da auch schauen, dass ich da irgendwie rauskomme. Ich glaube, ich muss mich aber da ein bisschen an der Karten orientieren. So, jetzt schauen wir mal, wie kommen wir da raus? Also da hinten nicht. So kommen wir auch nicht raus. Sind wir noch reingekommen? Okay, pass auf, ich glaube, wir müssen mal da lang. Ja,
Wir haben echt nur mal ein bisschen einen Weg vor uns. Damit wir überhaupt rauskommen, müssen wir erstmal nochmal ganz tief da rein. So, mal kurz schauen. Na, ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist jetzt das Problem, vielleicht geht's ja da irgendwo unten durch, ne? Ah, hier. Ja doch, geht's unten durch. Und das sieht man da erstmal nicht. Alter, das ist ja mal mies. Das ist richtig mies. Na, pass auf, dann müssen wir jetzt hier lang. Hier lang. Ja, das stimmt. Lass mal rauskommen, ne? Ja, okay, doch, das stimmt. Das haben wir bis jetzt ganz richtig. Wenigstens ist wieder hell, ne? So, da geht's nicht weiter, da müssen wir weiter. Ja, das stimmt. Ah, das stimmt nicht mehr. So, hier geht's weiter, genau. Ah, nicht an die Wand. So, gibt's jetzt da auch noch irgendwas? Da kommen wir wieder raus, okay. Hier gibt's nichts. Guck mal, da kommen wir doch an auf. Ups. 1500, hey. Das ist halt auch hart. Ah, das ist der, wo man aneinander fetzt, oder? Oh, shit. Shit. Oh, leck. Okay. Pass auf. Fuck. Ich beschütze dich. Okay, das lassen wir nur mal. Das kriegen wir schon hier. Das kriegen wir hier, Leute. Das kriegen wir hier. Da kenne ich jetzt nichts. Also, nochmal. Okay. Komm, den muss ich first try schaffen, Leute. Den muss ich first try schaffen. Okay, Nummer 1. Fuck. Ich schütze dich. Alter. Boah. Okay. Hab jetzt nur meine... Nicht, dass ich da jetzt einen Haufen Feen auch noch verbraucht habe. Ah, ich habe noch alle drei Feen. Mifas Gebet ist okay. Okay, leider kein Reaktorkern. Also, weil da oben ist zu. Definitiv. Also, dann schauen wir doch einmal. Das hat jetzt aber eigentlich schon bei jedem drin gewesen, ne?
Aber ich müsste irgendwie schauen, dass sie anscheinend da herkommen. Hätte sie da seitlich reinkommen? Maybe? Hat das vielleicht doch gestimmt? Hat das da seitlich vielleicht doch gestimmt? Muss man mal schauen. Boah, das ist jetzt natürlich schon echt ein bisschen tricky. So. Vor allem, wenn man da dann irgendwo... Was heißt mal probieren? Komm, ich probier's einmal. Ich kletter da mal einmal. Werden wir aber davor abspeichern. Also, wir speichern einmal kurz. Rauf komme ich definitiv. Da ist dieser Eingang. Okay. Also, da müssen wir schauen, dass wir reinkommen in dieses Ding. Die Frage ist halt jetzt wie. Ja. Von oben. Weiter von oben. Oder auch nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass wir irgendwie von da aus rein müssen. Das kann ich mir halt vorstellen. Mal, guck mal. Da können wir doch schnell rumlaufen, oder? Warte mal, da laufen wir mal schnell rum. Hat es da dann irgendwo einen Eingang? Sag mal. Aha. Ich glaube, wir haben es geschafft. Puh. Ich glaube, da haben wir einen. Da können wir nochmal schnell hinschauen. Wenn die alle verbrennt. Das ist die Frage, wo kommen wir da hin? In welche Richtung muss ich jetzt als erstes? Ist da zum Schrein rauf? Ja, definitiv. Und hier aber dann auch, oder? Das ist, glaube ich, dann der Weg. Ja, hier, schau. Das ist da, wo ich jetzt die Sachen verbrennt habe. Da schauen wir nochmal kurz. Gucken wir da rauf. Feuergroßschwert. In der alten Zeit hat ein Goronenschmied diese magische Waffe im Feuer des Todesbergs gestellt. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer speit. Okay, das ist natürlich schon ziemlich geil. Ciao. Alter. Der ist natürlich... Schaut auch cool aus, ne? Sogar so ein Gürtel drumherum. Damit es wirklich festhält. Ja, das ist ziemlich cool.
Da. Ja, ist immer schon wichtig, dass man erstmal alles anschaut, ne? Meistens versteckt es ja dann doch nur irgendwo was. Das war natürlich jetzt gut, oder, dass, wenn wir das mitnehmen, zu diesem anderen Turm, der wohl in Eis gehüllt ist. Sag jetzt einmal. Dahinter ist aber nichts mehr, oder? Nee. Ich glaube, da wäre das gar nicht mal so verkehrt. Let's go. Geschafft. Aber jetzt haben wir natürlich nur eine Prüfung vor uns. Ist die Frage, was das jetzt für eine ist. Ist das eine Kraftprüfung? Oder vielleicht ist es sogar jetzt auch schon vorbei, dass wir da jetzt nur dieses Zeichen der Bewährung abholen. Weil ja das andere ja die Prüfung war. Maybe. Dieser ganze Schrein, ne? Ah, siehste? Siehste, siehste? Du hast die Prüfung bestanden. Easy. So, ich schau jetzt trotzdem nochmal ganz kurz, nicht, dass da auch noch irgendwo eine Truhe drin ist, Leute. Aber. Nee. Yo, Barbarenmaske. Traditioneller Kopfschutz eines Kriegerstamms, der einmal in Fironi gelebt haben soll. Die eingeritzten Symbole steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers. Geil. Das ist ziemlich geil. Du hast die Prüfung gemeistert. Ja, bla 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 bla. Okay. So, wie komme ich jetzt so wieder weg? Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Komme ich jetzt einfach wieder raus? Also ich glaube, ich kann mich einfach teleportieren. Vermute ich mal, ne? Ja, werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Okay, wir haben jetzt drei Zeichen schon wieder von der Bewährung. Ah, hier. Jetzt ist der Weg frei. Ah, da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, ne? Ah, jetzt ist das Labyrinth sozusagen frei. So. Wo haben wir denn noch was? Irgendwo eine Truhe. Let's go. Komm, gehen wir gleich mal dort zu dem Strand. Da haben wir nämlich ein kleiner paar Sachen, die wir kaputt hauen können. Vielleicht ist da irgendwas Geiles drin. Schaut schon heftig aus, wenn da einfach so ein. Das war wahrscheinlich mal. Soll ja anscheinend mal wie so ein Gefängnis vielleicht da gewesen sein. Vielleicht. Hm. Schau mal, da ist doch eine Höhle drin, oder? Da ist doch bestimmt was versteckt. Anders, da kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, mit der Arzt die Sachen kaputt hauen. Da muss ich jetzt mal testen. Ich glaube aber nicht, oder? Wucht hält's. Doch, geht sogar. Ja, nice. Ja, nehmen wir die dabei her, ne, weil. Auf, hier dann noch. Was? Na, da ist bestimmt nur was drin. Ah, schaut schon krass aus. Schau mal, da haben wir doch bestimmt nur was drin. Oder? Ja, okay, nicht schlecht. Okay, okay, nicht schlecht mit diesem Krog. Da war der Sack einfach wirklich da unten versteckt. Da meinst du, ah ja, wegspringen, passt schon, ist nichts mehr da, ne? Und dann sowas. Jetzt schauen wir mal nicht, dass da auch noch irgendwo Kisten drin ist. Ah, guck mal, schier Kunden, muss ich sagen. Hat was. Mit dem See da. Oder mit dem Meer. Es ist ja eher das Meer schon. Seht ihr das da hinten? Da ist doch irgendwas, oder? Schaut so aus. Oh je. Ist da nochmal ein Wächter, der wo... Wenn ich aufs Mal will? Man weiß es nicht.
Haben wir vorher. Da ist doch ein Krog drunter. Hundertprozentig. Lustigerweise, da war ich noch nie. Da war ich wirklich noch nie. Nicht einmal im Stream war ich da. Das ist schon krass. So, lebst jetzt du oder lebst du nicht? Okay, du lebst nicht. Schon mal ein Vorteil. Oh je, den kenne ich. Das ist, glaube ich, so Hinox. Du bist dahinter, Fetzen. Ah. Geht das? Na, jetzt muss ich schwimmen. Sag mal. Wir haben doch unser Schwimmoutfit. Da ist kein Stress. Und da drunter ist der Krog. Ja, manche Dinge wiederholen sich schon, aber ich finde es immer wieder schön, wenn man sowas dann mal wieder sieht, ne? Jetzt passen wir auf. Wir müssen mal da am besten. Lass mal da einfach so eine Nei rollen. Ja. Gut, sollte möglich sein. Ups, doch nicht. Okay, nochmal. Ein bisschen da weiter reinrollen lassen. Vielleicht da Sonne auch noch hier. Und festhalten. Oh, fuck. Shit. Okay, dann machen wir's altmodisch. Dann machen wir's altmodisch. Ah, muss ich kurz warten. So. Tschüss. Da ist der Krog. Ja, ciao. Okay, sonst haben wir da keine Truhe, ne? Okay. Ah, dann schwimmen wir wieder zurück. Ist man sowieso eigentlich bald stieg, ne? Wird jetzt immer seichter, das Wasser. Nice. Bei mir fast Gebet kurz eine Ski aufladen, muss ich sagen. Da ist auch. Das wird tricky, Leute. Weil da haben wir wirklich einen krassen Dude am Start. Das stinkt nämlich schon nach so einem komischen Gesteinsviech. Komm, wir probieren es, Leute. Das macht man jetzt auch noch. In der Folge. Komm her. Ich weiß, dass du das bist. Ich weiß, dass du. Wir haben Bombenpfeile, ne? Aber leider nur 5 Stück. Wir haben aber auch nicht mehr viele andere Pfeile, also Bombenpfeile, let's go. Was? Ist doch kurz so ein Viech. Krass, wie das gemeint, da taucht jetzt so ein Ding auf. Habe ich jetzt wirklich gedacht. So ein Steinmonster, ne? Schau mal, das ist doch wieder 3. 2, 1. Eins. Zwei. Drei. Wo ist 4? Fünf. Geil. Ja, ein weiterer Krogsamen. Jetzt haben wir schon wieder 16.
Ja, Leute, dann darf ich sagen, Ben, da hinten ist einer. Okay, den werden wir dann in der nächsten Folge platt machen. Ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Na, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, dann werden wir da mal diesen... Ist jetzt aber nicht zu mir her, oder? Ich glaube, das passt. Und dann macht man auf jeden Fall diesen Wächter da hinten platt. Ne? Von dem her sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Habi, die Erde.